rufe auf den Tagesordnungspunkt 43, Änderung der Sprengstoffverordnung. Wer der Verordnung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist eine Mehrheit, damit hat der Bundesrat der Verordnung zugestimmt. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, es wurde ein Feuerwerksverbot beschlossen. Mir fehlen gerade echt noch ein bisschen die Worte, ich kann das alles noch nicht so einordnen. Ich sag's euch jetzt schon mal vorab, falls ich hier heute so beleidigend werde oder ausfallend, tut's mir leid. Böllern hat ja mit der Corona-Pandemie eigentlich nichts zu tun. Es geht da, denke ich, um Symbolpolitik. Mal ein Abgabeverbot und das ist ein Todesstoß für uns. Also dann müssten wir im Januar insoweit sein. Ich möchte da gar nicht dran denken. Ne? Ich meine, das Szenario ist mir schon oft durch den Kopf gegangen. Ne? Was ist wenn? Deutsche Pyro-Fans zieht es jetzt ins Ausland über die polnische Grenze. Das wird keiner überleben, keiner. Wir haben ja schon aus Reserven und quasi aus meiner Altersvorsorge habe ich quasi nicht das ganze Jahr ja, durchgemogelt. Ja, und jetzt quasi die einzigste Einnahmequelle, die mir dieses Jahr zur Verfügung steht, die wird mir weggenommen. Das gerade, wenn es kommt, gibt es auch möglich, ist es auch möglich sein muss, mit privatem Umfeld auch Feuerwerk zu ziehen. Ich finde, Silvester sollte so erhalten bleiben, weil ich denke, man kann auch so den Himmel erleuchten. Es macht doch, also mir macht es persönlich viel Spaß und deswegen denke ich, es sollte erhalten bleiben. Da gehört das einfach mit dazu zum Jahreswechsel, gerade auch, weil ich ja selber einen Sohn habe. Gerade für die Kinder ist es schön. Carlo gehört genauso dazu, die ganz zu Weihnachten. Das ist einfache Sache. Gestern Morgen, 6.12 Uhr, stehen wir hier eisern am Tor festgekettet und wir warten, bis die Tür Augenblick aufgeht.